möchte Sie einladen, mit mir ein kleines Gedankenexperiment zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Unternehmer oder Manager eines Zukunftsbusiness. Aber Sie haben ein Problem damit. Sie können die Mitarbeiter nicht einstellen, Sie haben keine Entscheidungsgewalt darüber, Sie haben keine Erfolgsparameter und Sie haben auch keinen Kundenservice. Worüber ich spreche, es ist unsere Schule. Dafür allerdings zahlen wir um 30% mehr als etwa Finnland, das in den internationalen Rankings immer bestens Spitzenplatz abschneidet. Auf der anderen Seite haben wir aber eine vom Schulerfolg her 30% geringere Quote als Finnland. Schauen Sie sich das selbst einmal an auf der Grafik. So kann es nicht weitergehen. In unserer hochentwickelten Wettbewerbsgesellschaft brauchen wir Bildung, um mehr Freiheit, mehr Entscheidungsmöglichkeit, mehr Kreativität für die Menschen zu bieten. Bildung ist die beste Zukunftsinvestition für die Menschen, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft. Deswegen müssen wir das Unternehmen Schule auf Vordermann bringen. Drei Punkte. Erstens Schulautonomie. Es muss möglich sein, dass der Direktor seine Mitarbeiter, die Lehrer selbst aussucht, ohne Parteibuchwirtschaft. Zweitens, wir brauchen Bildungsstandards. Wir müssen regelmäßig messen, ob die Schüler gewissen Standards entsprechen. Drittens brauchen wir ein besseres Kundenservice. Die Schule hat zwei Kunden, die Schüler und die Eltern. Was wir wollen, ist eine Ganztagsschule, die von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr Kundenservice bietet. Zusammengefasst, das Unternehmen Schule braucht einfach zukunftsträchtige, zukunftsfähige Rahmenbedingungen. Die Schule ist die wichtigste Institution in einer Gesellschaft für die Bewältigung der Zukunft.